Das Mikro ist mir zu hoch, aber es macht nichts. Genau. Wir fangen jetzt an mit der Kundgebung. Unsere erste Rednerin ist Caroline Hagel von den Jusos. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos in Bayern, stellvertretende Vorsitzende der Jusos in Regensburg und Stadtratskandidatin der SPD in Regensburg. Willkommen, Caroline. Ah, da ist sie. Einen herzlichen Applaus für Caroline und ihre Rede. Danke, Tina. Liebe Regensburgerinnen und Regensburger, wir haben uns heute hier versammelt, um zu zeigen, wir sind empört. Ihr alle wisst, worum es geht. Es geht um flächendeckende Abschöpfung von E-Mails, Chatprotokollen, Suchanfragen. Es geht um Dokumentation des analogen Schriftverkehrs, um Ausspähung von Telefonaten. Die Möglichkeit zur Totalüberwachung existiert nicht nur, sie wird bereits angewandt und sammelt Millionen Daten von Bürgerinnen und Bürgern, die überhaupt nicht auffällig sind, sondern die Kontakte der Kontakte der Kontakte einer verdächtigen Person sind. Wer von euch weiß, mit welchen Personen die Freunde eurer Freunde zu tun haben? Das grenzt nicht nur an Ungeheuerlichkeit, das ist es schon. Da werden geltende Datenschutzbestimmungen in Deutschland umgangen, unsere Privat- und Intimsphäre, unser Brief- und Postgeheimnis werden verletzt. Das ist das Aushebeln des Grundgesetzes und das dürfen wir nicht zulassen. Es geht um nichts weniger als um unsere Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Doch es wird versucht, die Ungeheuerlichkeit, die wir hierbei ausmachen, zu relativieren und das Thema auf diese Weise zu verharmlosen. So beteuert Superrechtsminister Friedrich, es seien aufgrund der vorliegenden Daten Terroranschläge vereitelt worden. Aber wir sagen, dass unter dem Deckmantel des Terrorschutzes das Grundgesetz nicht mit Füßen getreten werden darf. Der Normalbürgerin und dem Normalbürger wird vorgepredigt, bis er nachplappert. Meine Daten interessieren doch keinen. Ich lasse mir doch nichts zu Schulden kommen. Aber wir wissen, keiner kann uns sagen, welche Regierungsform in 10 oder 20 Jahren besteht, wer in der Zukunft Machtträgerin oder Machtträger sein wird, welche Werte gelten werden. Was heute als bedeutungslos gilt und toleriert wird, kann in einem System der Zukunft wieder verfolgt und unterdrückt werden. Und das ist keine Schwarzmalerei, liebe Freundinnen und Freunde, denn wir sind hiergegen nicht gefeit, sondern wir müssen beständig für Toleranz und Freiheit kämpfen und wir müssen sie eben auch verteidigen, was wir hier und heute tun. Die Datenspeicherung findet in einem Ausmaß statt, das an Unverhältnismäßigkeit nicht zu übertreffen ist. Ist das mit dem Credo Sicherheit denn noch zu rechtfertigen? Wir Jusos sagen ganz klar nein. Der Staat sollte sich mit gleicher Inbrunst mal um die soziale Sicherung kümmern, um die sicheren Arbeitsplätze, um sichere Finanzierung des Bildungssystems, um die Sicherheit, eine bezahlbare Wohnung zu finden und die Sicherheit eines gleichen Lohns für gleiche Arbeit. Das ist die Sicherheit, um die sich der Staat mal kümmern sollte, aber um die sich diese Regierung überhaupt nichts schert. Stattdessen werden Horrorszenarien des Risikos entworfen, um von den innenpolitischen Verwerfungen abzulenken. Man könnte meinen, liebe Freundinnen und Freunde, man sei Zuschauerinnen und Zuschauer eines Possenspiels von Merkel und Co. Die Wikipedia beschreibt ein Possenspiel als ein Bühnenstück, das auf Verwechslungen, ulkigen Zufällen und unwahrscheinlichen Übertreibungen aufgebaut ist und durch derbe Komik Lachen erzeugen soll. Das kommt hin. Ein Aufklärer, der im Transitbereich eines russischen Flughafens festsitzt, wird als Verräter dargestellt. Was für eine Verwechslung. Die Bundeswehr und der BND arbeiteten in Afghanistan bereits mit PRISM. Was für ein ulkiger Zufall. Die Überwachung unserer Daten dient allein unserem Schutz. Was für eine unwahrscheinliche Übertreibung. Es fehlt nur die derbe Komik, die Lachen erzeugen soll, denn leider geht es hier um bitteren Ernst. Und genau deshalb stehen wir hier. Wir lassen uns unsere Rechte nicht einfach mit einem Achselzucken wegnehmen. Wir wollen, dass Angela Merkel ihren Pflichten als Bundeskanzlerin nachkommt und Schaden vom deutschen Volk abwendet. Warum werden einmal begangene Schritte nicht rückgängig gemacht, frage ich euch. Was mit Vorratsdatenspeicherung beginnt, endet mit Totalüberwachung. Gibt es nur diesen einen Weg? Wir Jusos lehnen die Vorratsdatenspeicherung und die Bestandsdatenauskunft seit jeher ab. Generalverdacht, Ausspähung, Datenspeicherung. Das alles ist mit den Grundwerten der Sozialdemokratie, Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit nicht vereinbar. Wir kämpfen mit euch für einen Kurswechsel in dieser Sache. Freundschaft.
Ja, danke, Caroline. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für die vielen Bündnispartner, sowohl aus den politischen Jugendorganisationen, politischen Parteien und auch überpolitische Organisationen, die hier alle heute aufgerufen haben, an diesem Tag teilzunehmen, an diesem Protest teilzunehmen und die zu einem so breiten Bündnis zusammengefunden haben. Unser nächster Redner ist der Bundestagskandidat der Piraten, Jan Kastner.